Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder einen richtig überkrassen Glitch für euch, und zwar wie ihr kostenlos und endlich Munition für jede Waffe bekommen könnt. Aber bevor wir nun zu diesem Glitch kommen, vergesst nicht mein aktuelles Unlock All Gewinnspiel, wo ihr die Chance habt, einen von 10 Unlock All Accounts für die PlayStation 4 zu gewinnen. Und wenn ihr mitmachen wollt, müsst ihr lediglich mein Abonnent sein und ihr solltet die Glocke aktiviert haben, damit ihr auch die Auflösung am 8. April nicht verpasst. Außerdem solltet ihr dem Video hier einen Like da lassen und ihr solltet mir einen Kommentar schreiben, wieso gerade ihr gewinnen solltet, und schon nehmt ihr an meinem Gewinnspiel teil. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Glitch, und zwar ist dieser Glitch wirklich mega einfach und der funktioniert auf der PlayStation 4, auf der Xbox One und auch auf dem PC, und dazu kommt, dass dieser Glitch auch noch komplett solo funktioniert. Außerdem funktioniert der Glitch im freien Modus und in allen Jobs, wo man das Interaktionsmenü benutzen kann, wie zum Beispiel in einer Mission, in einem Capture oder in einem Deathmatch. Zunächst einmal braucht ihr eine Waffe, die keine volle Munition hat, und wenn ihr nun so eine Waffe habt, geht ihr nun ganz einfach in euer Interaktionsmenü und dort geht ihr dann auf Inventar und dann geht ihr auf Munition. Seid ihr dort nun angekommen, wählt ihr euch nun die Waffe aus, bei der ihr kostenlos und endlich viel Munition bekommen wollt, und dort kauft ihr euch jetzt nun erst einmal die Munition komplett voll, genauso wie ich das hier im Hintergrund bei der Panzerfaust mache. Habt ihr das nun gemacht, drückt ihr nun einmal die Kreistaste, um wieder zurück ins Inventar zu gelangen, und dort lasst ihr jetzt euer Interaktionsmenü an dieser Stelle ganz einfach offen. Nun könnt ihr ganz einfach hingehen und weiterspielen, Spieler töten und so weiter, und wenn ihr nun Munition verschossen habt bzw. eure Munition leer ist oder ihr euch ganz einfach kostenlos neue Munition kaufen wollt, dann müsst ihr jetzt nur noch einmal die X-Taste auf Munition drücken und dann werdet ihr auch schon merken, dass ihr euch jetzt die Munition gratis neu kaufen könnt. Und das könnt ihr nun die ganze Zeit weitermachen, solange ihr euer Interaktionsmenü nicht schließt oder von irgendjemand halt getötet werdet. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr nützlicher Glitch, besonders in Deathmatches oder in Captures, und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, zeige ich euch diesen Glitch jetzt einfach mal in diesem Video. Das war es aber dann auch schon für heute, Leute, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos, denn dann verpasst du in Zukunft nichts mehr zu GTA Online, und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.